So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Styx, Master of Shadows. Ja, in der letzten Folge haben wir das Gift ausprobiert. Hat gut geklappt. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt euch die letzte Folge an. Und jetzt geht es jetzt weiter hier in Richtung Versteck. Hier noch 70 Meter und da ist jetzt eine neue Gegnerart, und zwar die blinden Schaben. An denen kann man sich wohl vorbeischleichen, weil die sehen nichts. Aber die hören halt richtig gut. Und die haben mich gehört. Sie hat mich gehört. Alter. Ich hab doch... Alter. Und da fliege ich gleich zum Mond. Was ist mit den Schaben los? In dem Land. Da will ich nicht wohnen. So, was mache ich jetzt gegen die Schabe? Muss ich Messer werfen oder was? Explodiert auch noch. Ja, krass. Mehr Messer werden angesagt. Ich höre schon wieder so eine Schabe. Taka, taka, taka. Taka, taka, taka. Da ist sie. Zack. Und weg. Schädlingsbekämpfung. Aller Styx. Sie haben gerufen. Sie haben ein Schabenproblem. Wir kommen, wir erledigen das. Das ist eine blaue Schabe und eine gelbe Schabe. Was macht die blaue Schabe? Die gelbe macht uns kaputt. Ich muss echt sehr viel schleichen hier. Das kleinste Geräusch machen. Jetzt kommt die Oberschabe, tötet uns. Eklige Dinge, ey. Hört ihr das? Ach gut, das nicht gehört. Stinks. Guess I'm getting close to the hideout. Ah, hier wäre es auch gegangen irgendwie. Ja, haben wir geschafft. Boah, die Viecher sind ja eklig. 130 Punkte. Nice. Alarm ausgelöst. 5 Mal. Gegner getötet. 44. Boah, Gegner am Leben gelassen. 100. Das gibt alles Punkte, oder? Wie genau? Das Buch habe ich ihm nicht gebracht. Ein Artefakt habe ich auch nicht gestohlen. Ja, komm. Ist doch egal. Nicht so schlimm. Hey, you asleep? You better not die before I've been able to take care of you. Answer the governor. Who told you of the existence of these plans? Who told you where they were? Speak! Who? Everyone and no one. Sometimes you just have to listen to people thinking. And you think so hard, you humans. You prattle on all day long inside your little skulls. What are you going on about? Listen to people thinking? You still haven't understood? All those desperates who had the bad idea to taste amber. I hear their thoughts. I hear everything they think. And the elves, they're like me. They hear your guards thinking that they'd hope for a bit less boredom thanks to a small dose of this golden poison. It appears that smuggling is doing well. The elves have had your tower under surveillance since the beginning, Barriman. Lies! You're making it up. Oh, really? Yet I can clearly hear your torture thinking that this morning,
He sold the pipe of a prisoner to be able to pay for a little smuggled amber. And also that his balls are itching. There is no contraband in Akinash. Consummation of amber is prohibited. You're talking nonsense. Aaron, you will gather your men and inspect the bowels of the tower. I want to know the truth. But father, if the elves are spying on us, wouldn't it be better to focus on... Don't meddle in diplomacy. I'll make sure to summon the elf ambassador. And if they are watching us, he will answer for this betrayal. If you say so, father. And so you managed to get hold of the plans of Akinash. Have you given them to the elves? Well, anyway, Querberos was the only one able to decipher them. No. I still had stuff to do inside your walls before returning to the World Tree. I heard that access to the heart of the tree, the bridge, was protected by a tamper-proof lock, and that you keep the only key in your apartments. So I said to myself, hey, Rakash, if you hope to reach the heart of the World Tree, you'll need this key. Go visit this governor. Try not to dirty the carpets too much. Well, while I stuck up on throwing knives, I'll ask Ozcan how to enter the freaking fortress that is Governor Barriman's apartment. Ja, die ganze Geschichte spitzt sich ein bisschen zu und vor allem, dass wir immer wieder so angesprochen werden von uns selbst in unseren Gedanken, lässt mir die Vermutung da, dass wir einfach nur ein Klon sind. Wir sind einfach nur ein Klon von Styx. Styx ist die ganze Zeit gefangen und plappert mit den Menschen und lenkt sie ab, während wir die Drecksarbeit machen. Und einfach nur ein Klon sind, der aber auch Klone machen kann. Sehr, sehr verwirrend. Und vor allem, das mit dem Gedankenlesen. Wer sagt denn, dass das stimmt? Die Menschen sollen wahrscheinlich nur glauben, dass Styx die Gedanken lesen kann von denen, weil wir können ja die Gedanken jetzt nicht lesen von irgendwelchen Wachen oder so. Naja. Misstrauen sehen, das ist Regel Nummer 1, wenn man sowas, so ein System stürzen will. Jetzt gehen wir mal zu Ozcan. Schauen, was er zu sagen hat. Hey, did you find what you were looking for, my friend? And so, I'm off to Lord Barriman's place. What? Did you spill some brains, or have you just got a death wish? You want to turn up at the big boss's place just like that? Well, I would have announced my visit with a hunting horn, but I left it in my other pants. Listen, friend, if you really want to go there, I might just know how to get you inside. I'll explain, if you'd just be so kind as to bring me back a small souvenir in exchange. You wouldn't know how to get to the heart of the tree by any chance. Because it would save me time. No. If I knew that, I would already have sold it myself. The heart of the tree. Well, just reach right in the tree and grab it, old son. Well then, okay, I'll see if I can find what you want. Spit it out. I know that Barriman has a secret room in his apartment, and I'd like to know what it's used for or what's inside. For someone like me, that kind of information is worth big money. Hey, finding secret rooms is what I do. Listen, every day, Barriman gets a delivery of huge chests containing his clean clothes, food from his personal reserve, and documents that he has brought up from the library. All you have to do is to get inside one of the chests and be delivered to his home. What do I look like? Pastrami? Then again, I got nothing to lose. What is it you need me to get? I don't know. Anything that looks expensive. I've never set foot inside the governor's place, but there must be plenty. Okay, I'll see. Will that be all, my prince? No. There's a guy, Owain, the foreman of the reinforcement works. A crook at heart, like you and me. Except that all of a sudden, the guy wants to go straight. He had a vision. You know the type. Anyway, I don't know what's bitten him, but he threatened to inform on some of my guys if I didn't leave him alone. I get the feeling that a friend of yours is gonna have an accident. Yes, but more than that, I want to make an example of him. Something that says, when you do business with Ozcan, it's for life.
or death. Bring his body back to me, and I'll arrange a small show in public. Damn, transporting a corpse. This is gonna cost you, buddy. I hope it's worth it. Sitting up to your ass in water all day long. Don't worry about that. Ja, da haben sie wohl falsch übersetzt, ne? Er hat irgendwie gesagt, da sehe ich aus wie Pastrami, und Pastrami ist ja Wurst, oder? Also halt Aufschnitt. So koscherer und nicht eingelegter Fisch. Oder bin ich da falsch? Naja, auf jeden Fall, ich hätte noch ganz gern die Fähigkeiten gelevelt, wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß aber gerade nicht, wo das ist. Ich glaube ganz oben, oder? Irgendwo ist da so eine Kammer. Hier? Nein. Da? Nein. Da. Sehr verwirrend aufgebaut. Noch eins weiter hoch. Ja, ich ziehe die Folge ein bisschen in die Länge, ihr habt es gemerkt. Aber keine Angst, die Folge wird dafür ein bisschen länger. Alter, ich kenne mich halt nicht aus. Start. Was start? Ich hätte mich mehr umsehen sollen in der Bude. Versteck. Hier ist es. Ja. Hier kannst du Sand auffüllen. Oh, Tränke auffüllen. Was, die wachsen nicht nach? Ich dachte, da kommt immer wieder neues Zeug. Und hier die Skillung. Ja, ich mache jetzt schnell still und heimlich. Sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt neue Möglichkeiten zu töten. Wir können jetzt in Deckung töten, während eines Sprungs töten und an hängenden Abhängen quasi Gegner töten. Und ich habe mir noch erlaubt, hier die Goldharz-Vision einmal zu skillen, damit wir die Umgebung leichter wahrnehmen. Ich weiß nicht, was es uns bringt, aber ja, komm. Das leuchtet halt jetzt wahrscheinlich auch die Gegenstände, die man aufnehmen kann. Der Sand zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der vorhin schon geleuchtet hat. Jedenfalls, geht es gleich weiter. Mit der Mission. Da muss ich da zum Start, oder? Ja. Was ist das andere? Ah, versteckt, das ist das da oben, okay. Hier zum Start, ja, genau. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ja, kletter rauf, komm. Versteck verlassen, ja. Sesam, öffne dich. First step. Reach the docks where the governor's chests leave. So. Wachengespräche. Well, only because it's you. I'll check my stocks. Don't follow me. Ja, aber wir werden dir folgen. Und wie wir das werden. Du wichtige, tolle Sachen hast. Als erstes du mal weg. Oder war das der Händler? Nein, oder? War schon der, oder? Schwer zu sagen, ne? Wer der Dealer ist von den beiden. Ja, komm, mit dem Geheimweg hier. Kommst nicht rein, ha? Warte, ich helfe dir. Fässerweise hier. Ja, mit dem. Oh, den Plan wollte ich gar nicht. Aber auch nicht schlecht. Was ist der Plan gut?
Zack, zack. Da kommt die Leiche, ist hier gut aufgehoben. Machen wir wieder zu. Geht nicht. Geht nicht, okay. Ja. Wo müssen wir hin? Versteck, Versteck. Da hinten schläft einer. Ja, ja, schlafe weiter. Und runter. Zum Weltenbaum mit dir. So. Hier komme ich her, oder? Da oben muss ich anscheinend hin. Das Licht aus. Das war laut. Ich dachte nicht, dass es laut ist. Schade. Da habe ich jetzt echt verpatzt. Was hat sonst keiner bemerkt? Du auch gleich. Kommen Sie her. Rein da. Ah komm, den verpacken wir auch gleich in den Schrank rein. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Oh, oh je, oh je. Gerade. Aber anscheinend muss ich den anderen zuerst. Leise töten. Ja. Und jetzt dich. Hoch, ne? Mechanismus. Da müssen wir hin. Aber alle Wege führen uns irgendwie runter. Ah ne, da komme ich her. Ah, fail, fail. Dann müssen wir hoch, auf jeden Fall. Tja. Oh yeah. Das Ganze nochmal. Ja, ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr nicht wisst, wie wir so weit gekommen sind, guckt euch auch gerne die alten Videos an. Jeder Klick zählt für mich. Denn wenn ihr das viel anklickt und viel anguckt, dann freut es mich und dann mache ich auch gerne weiter solche Videos. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.